Grüß Gott. Mein Name ist Ulrike von Luxburg und mein Forschungsgebiet ist das maschinelle Lernen. In meinem Vortrag heute möchte ich Ihnen erklären, was es mit maschinellem Lernen auf sich hat und wie das eigentlich funktioniert. Und ich versuche das so zu erklären, dass wirklich jeder das verstehen kann. Wir fangen mit ganz einfachen Beispielen an, die, glaube ich, auch sehr anschaulich sind. Vielleicht als Vorrede. Maschinelles Lernen. Wir sehen jeden Tag in irgendwelchen Zeitungen Artikel über maschinelles Lernen oder auch künstliche Intelligenz, wie es oft in der Presse genannt wird. Und da wird immer berichtet, entweder von ganz tollen Durchbrüchen, die erreicht worden sind, oder auch von problematischen Anwendungen, von Datenschutz und so weiter. Vielleicht um so einen kleinen Einblick zu geben, was maschinelles Lernen zurzeit eigentlich gut kann, habe ich hier diese Folie. Medizinische Beispiele sind ein großes Anwendungsfeld. Zum Beispiel in der Diagnose von Hautkrebs ist es möglich, dass wir eine kleine Kamera haben, unsere Smartphone-Kamera zum Beispiel, mit der wir so bestimmte Hautstellen bei uns aufnehmen können. Das Bild können wir dann an ein Diagnosesystem schicken und dieses automatische Diagnosesystem kann mindestens so gut oder besser als medizinische Experten beurteilen, ob diese Hautstelle vermutlich Krebs ist oder nicht. Selbstfahrende Autos sind in aller Munde. Alle großen Autofirmen arbeiten daran, selbstfahrende Autos zu verwirklichen und sind dabei auch schon relativ weit gekommen. Automatische Übersetzung ist ein anderes Gebiet, was ganz, ganz mal zum Beispiel den Übersetzer von DeepL ausprobiert haben. Sie geben deutschen Text ein und drücken drauf, bitte auf Englisch übersetzen. Da kommt ein fast perfekter englischer Text raus, wie das vor wenigen Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und es gibt auch noch weitere überraschende Sachen, wo man so langsam auch ins Grübeln kommt. Naja, hat es vielleicht mit der Intelligenz doch was auf sich, wo zum Beispiel Computer lernen können, Kunstwerke zu generieren oder Musik zu komponieren. Und hier auf der Folie sehen Sie ein von einem Computer erzeugtes künstliches Kunstwerk, wo man jetzt zumindest als naiver Experte, Informatikerin, so wie ich es bin, nicht sofort sagen könnte, ob dieses Kunstwerk jetzt ein Mensch gemacht hat oder ein Computer. Hinter all diesen Durchbrüchen, die da passiert sind, steckt die Technik des maschinellen Lernens. Was ich jetzt in meinem Vortrag Ihnen zeigen will, sind verschiedene Ausprägungen des maschinellen Lernens. Wir fangen gleich an mit was ganz, ganz Einfachem, nämlich einem Briefumschlagcomputer. Und das ist was, glaube ich, auch Kinder schon so 10 Jahre oder so sicher verstehen können, wie das funktioniert. Und dann machen wir weiter immer abstraktere Beispiele. Wir gucken uns Klassifikation von Blumen an, handgeschriebene Ziffern. Wir werden auch über neuronale Netze reden und über AlphaGo, was auch viel in der Zeitung war, das Spiel, was der selbstlernende Computer, der gelernt hat, Go zu spielen. Bevor wir mit diesen ganzen Sachen anfangen, als Akademikerin fängt man gerne mit Definitionen an. Die ist sehr abstrakt und mir ist klar, dass Sie diese jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen können. Ich möchte sie aber trotzdem mal vorstellen. Wenn Sie gucken in Wikipedia oder woanders, was ist maschinelles Lernen, dann landen Sie immer bei einer Definition, die so oder so ähnlich ist, wie das, was Sie hier auf der Folie sehen können. Hier steht jetzt, die Wissenschaft des maschinellen Lernens entwickelt Verfahren, durch die ein Computer bestimmte Aufgaben selbstständig anhand von Beispielen erlernen kann. So, das versteht jetzt natürlich an dieser Stelle kein Mensch. Trotzdem möchte ich schon mal auf bestimmte Terme hinweisen und wir werden das im Vortrag immer wieder und wieder sehen, dass das die wichtigen Elemente sind. Der erste Ausdruck, den ich dick gemacht habe, ist oder rot gemacht habe, ist bestimmte Aufgaben. Ein Verfahren des maschinellen Lernens soll immer eine bestimmte Aufgabe lernen. Es soll zum Beispiel lernen, Hautkrebs zu erkennen oder Bilderkennung für selbstfahrende Autos oder Text zu übersetzen oder ein Kunstwerk zu generieren. Es gibt zumindest derzeit keine Algorithmen, die alle diese Sachen gleichzeitig können und die so eine umfassende Intelligenz besäßen. Das zweite Wort hier ist selbstständig. Der Computer, wir geben ihm zwar das Prinzip vor, nachdem er lernen kann, aber das Lernen an sich funktioniert dann selbstständig. Das ist das, was wir so attraktiv dran finden, dass wir dem Computer nicht schon vorher sagen müssen, wie alles geht, sondern dass er so ein bisschen selber rausfinden kann. Das nächste ist, sind anhand von Beispielen. Lernen funktioniert eigentlich nie, ohne dass wir irgendwelche Beispiele vorgeben oder irgendwelche Bewertungen, was gut ist, was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Diesen Eingaben müssen wir dem Computer liefern und was er lernen kann, ist dann höchstens auch so gut wie das, was in diesen Eingaben drin steht. So, jetzt ist die Frage, wie kann das Ganze funktionieren? Um Ihnen das Grundprinzip von Machine Learning nahezubringen, habe ich eine Demonstration gebaut, die ganz ohne Computer auskommt. Und zwar wollen wir uns einen selbstlernenden Briefumschlagcomputer anschauen, der lernen kann, 3 Gewinn zu spielen.
drei gewinnt. Ich habe hier ein Beispielbildchen auf der Folie drauf. Das kennen Sie sicher alle noch aus Ihrer Schule. Wir haben diese drei Kästchen. Ein Spieler spielt Kreuzchen, einer spielt Kringel. Und wer als erstes drei seiner Symbole in einer Reihe hat, entweder waagrecht, horizontal oder diagonal, der hat gewonnen. Und anhand von diesem Spiel möchte ich Ihnen nun zeigen, wie wir nur aus Briefumschlägen einen Computer bauen können, der lernen kann, dieses Spiel so gut zu spielen, dass er unschlagbar wird. Was ich Ihnen jetzt vorführen will, ist der sogenannte Briefumschlagcomputer. Und den Briefumschlagcomputer, den sehen Sie hier neben mir auf der Bank stehen. Der Briefumschlagcomputer besteht aus nichts als aus ganz vielen Briefumschlägen, die alle in diesem Koffer hier drin stecken. Und was ich Ihnen zeigen will, ist, dass diese Briefumschläge am Schluss lernen können, das Spiel 3 gewinnt, perfekt spielen zu können. Ich habe mir jetzt für diese Demonstration eine Assistentin mitgebracht, die als Spielerin dient. Und ich möchte Ihnen einfach mal vorführen, wie das funktioniert, dass man gegen den Briefumschlagcomputer spielen kann. Es ist jetzt immer so, wir haben jeder Briefumschlag in dem Briefumschlagcomputer, der steht für eine Spielsituation. Dieses hier ist die erste Spielsituation. Ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. Die Felder sind alle noch leer. Keiner hat einen Zug gemacht. Und jetzt ist es so, in diesem Spiel startet der Mensch. Und der menschliche Spieler muss als erstes ein Kreuzchen machen. Die menschliche Spielerin wird jetzt ihren ersten Zug machen. Ich würde jetzt meine Assistentin hier bitten, ihren ersten Zug zu wählen. Sehr gut. So, jetzt hat die menschliche Spielerin hat jetzt hier oben rein ihren ersten Zug gemacht, ein Kreuz. Und jetzt müssen wir gucken, bei welchem Umschlag der Briefumschlagcomputer weitergeht. Ich kann das jetzt hier nachschauen, das können Sie nicht so sehen. Das sagt mir jetzt hier, ich muss in Umschlag 1 gucken. Umschlag 1 hole ich jetzt raus. Sehen Sie, hier ist leider auf Englisch beschriftet, weil wir es mal auf Englisch gebastelt haben. Envelope 1 steht da drauf. Da sehen Sie jetzt die Spielsituation, wo eben die neun Felder sind und oben ist das Kreuzchen des Menschen. So, und jetzt ist der Computer am Zug. Und wie soll jetzt der Computer wissen, welchen Zug er macht? Dazu gucken wir mal, was sich in diesem Briefumschlag befindet. Kannst du mal kurz den Umschlag halten? Genau. In diesem Briefumschlag sind viele, viele Zettel drin. Und jeder Zettel entspricht jetzt einer möglichen Spielsituation, die der Computer in diesem Fall machen könnte. Also zum Beispiel dieser Zettel hier, wenn Sie das erkennen können, würde bedeuten, der Computer macht seinen Zug hier. So. Jetzt wissen, der Computer ist an dieser Stelle noch untrainiert, der weiß noch gar nicht, was der beste Zug ist. Und in diesem Fall simulieren wir einfach einen Zug von dem Computer, indem wir einen Zettel aus dem Umschlag blind rausziehen. Also das ist jetzt praktisch ein zufälliger Zug, aber wir simulieren dadurch einen Zug des Computers. Ich ziehe jetzt mal einen raus, das ist dieser hier. Was wir jetzt sehen können, der Computer würde hier also oben in die Mitte sein Symbol, seinen Kringel machen. Und jetzt würde ich die Maike bitten, das mal einzutragen. Genau. So, jetzt ist dieser Zug gemacht worden vom Computer und jetzt ist die menschliche Spielerin wieder am Zug. Kannst du bitte deinen nächsten Zug machen? Einen schlauen. Sehr schön. Die menschliche Spielerin hat jetzt gewählt, dass sie ihren nächsten Zug in der Mitte macht und jetzt ist wieder der Computer dran. Und wie wissen wir jetzt, welchen Zug der Computer als nächstes machen will? Jetzt müssen wir uns erst wieder den entsprechenden Umschlag dieser Spielsituation suchen. Und da habe ich jetzt hier eine kleine Tabelle, auf der ich nachschauen muss, welche Spielsituation wir gerade haben. Und diese Tabelle sagt mir, dass ich in diesem Fall in Umschlag 4 gucken muss. Ich lege diesen Umschlag 2 hier mal auf den Boden, den brauchen wir nachher noch. Jetzt kommt Umschlag 4. Also, jetzt sehen Sie hier den Umschlag 4. Ich hoffe, Sie können es erkennen, da sind jetzt dieselben Symbole drauf wie hier. Und jetzt ist der Computer wieder dran. In dem Umschlag sind jetzt wieder viele verschiedene Zettel drin. Ich zeige es Ihnen mal, sie sind viele Zettel. Und wieder der Computer ist noch untrainiert, weiß nicht, was er machen soll. Macht also einen Zug. Und zwar, ich ziehe einfach einen zufälligen raus. Jetzt muss man es nur drehen, dass es dann auch stimmt. Der Computer würde jetzt, dieser Zettel sagt uns jetzt, dass der Computer hier auf die rechte Seite seinen Kringel hinmacht. Maike, jetzt würde ich dich bitten, das hier einzutragen, hier den Kringel hinzumachen. Das ist jetzt der zufällige Zug des Computers. Genau, wunderbar.
Und jetzt ist wieder die Maike am Spiel. Jetzt darfst du den nächsten Zug machen. Das heißt, der menschliche Spieler oder die Spielerin in diesem Fall sucht sich jetzt aus, welchen Zug sie macht. Genau. Ja, und in dem Fall hat natürlich die menschliche Spielerin gewonnen. Sie hat jetzt hier drei in einer Reihe und damit ist das Spiel beendet. So. Bisher ist es jetzt so, dass der Briefumschlagcomputer natürlich nicht besonders schlau spielt. Er spielt überhaupt nicht schlau, weil in jeder Situation sind im Moment alle möglichen Züge, die er machen kann, sind in dem Umschlag als Zettel drin. Und wir ziehen einfach irgendeine. Und natürlich war das ziemlich doof vom Computer, als hier schon zwei in einer Reihe waren, nicht diesen dritten Zug hier zu blockieren. So, und jetzt, also bisher ist eigentlich auch noch nicht viel Überraschendes passiert. Und jetzt fängt das Überraschende an. Jetzt wollen wir nämlich den Briefumschlagcomputer trainieren. Wir sind hier ja in einem Vortrag über maschinelles Lernen und jetzt fängt der Lernteil an. Wir evaluieren jetzt, ob der Computer sich gut verhalten hat oder nicht. Und in diesem Fall würden wir sagen, der hat sich nicht besonders schlau angestellt, weil er hat ja schließlich verloren. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er in Zukunft nicht die gleichen Fehler macht wie vorher. Und wie machen wir das? Jetzt, wir haben hier jetzt, das sind die zwei Umschläge, vielleicht kannst du mal einen halten. War der erste Zug und der zweite Zug. Was wir jetzt machen ist, diese Spielzüge, die der Computer gemacht hat, die waren ja offensichtlich nicht so geschickt, die tun wir jetzt weg. Kannst du mir deinen auch mal geben? Das heißt, diese zwei Züge, die der Computer gemacht hat, die vernichten wir. Ich lege die jetzt einfach mal hinter mich auf den Fußboden. Und stecken die Umschläge dann wieder zurück in den Briefumschlagcomputer. Und was jetzt passiert ist, wenn der Computer das nächste Mal sein Spiel spielt, kann er diese doofen Züge nicht mehr machen. Wir stecken das jetzt also mal wieder rein. Wir müssen es immer an die richtige Reihenfolge. Müssen es in die richtige Reihenfolge machen. So, und jetzt fängt der Trainingsprozess an. Jetzt müssten wir gegen den Computer in das nächste Spiel spielen. Und zwar müssten wir jetzt 500 Mal ungefähr gegen diesen Computer spielen und würden immer genau das machen. Mensch spielt gegen Computer. Wenn der Computer verloren hat, vernichten wir die Zettel, die dazu geführt haben, dass der Computer verloren hat. Wenn der Computer gewonnen hätte, dann machen wir gar nichts mit den Zetteln. Wir stecken einfach alle Zettel wieder rein, weil dann waren die Züge ja offensichtlich gut. Und dann kann der Computer, dann verändert sich einfach nichts am Computer. Und auf diese Weise trainieren wir jetzt den Computer. Wir spielen ganz, ganz oft gegen diesen Computer, also um die 500 Mal, vernichten die Zettel, die er benutzt hat, wenn er verloren hat, und lassen die Zettel, wenn er gewonnen hat. So, das haben wir jetzt natürlich im Vorfeld schon mal gemacht, beziehungsweise wir haben das auf einem Computer simuliert. Und dann kommt ein trainierter Briefumschlagcomputer raus. Der befindet sich hier auch in dieser Kiste und das sind die weißen Umschläge hier. Sie sehen schon, das ist deutlich schlanker. Also dieser ganze Teil ist der untrainierte Computer, hier ist der trainierte, weil viele Zettel jetzt einfach weggeflogen sind und das ganze Ding nicht mehr so dick ist. Und jetzt kann man gegen diesen trainierten Briefumschlagcomputer spielen und der ist jetzt ein optimaler Spieler in dem Sinn, dass der nie mehr verlieren kann. Es ist jetzt bei 3 gewinnt so, dass wenn 2 gute Spieler gegeneinander spielen, dann kommt immer Unentschieden raus. Also man kann es nicht erzwingen, dass der Computer immer gewinnt, weil das in dem Spiel einfach nicht geht. Aber er wird nicht mehr verlieren. Jetzt wollen wir also gegen den trainierten Briefumschlagcomputer spielen. Und jetzt würde ich dich bitten, Maike, malst du nochmal so ein Gitter hin, dass wir nochmal ein neues Spiel spielen können, diesmal gegen den trainierten Computer. Weiter unten, kleiner, ja. Bis ganz runter. Genau. Nicht so breit, ja so. So, während meine Assistentin hier das Gitter malt, hier ist wieder unsere Startkarte, da ist noch kein einziger Zug eingetragen. Und jetzt kann die Maike mal ihren ersten Zug machen und uns zeigen, wo sie den Zug hinmacht. Machst du mal deinen allerersten Zug, bitte mit einem roten Kreuz wieder. Gut. So, die Spielerin hat ihren Zug in die Mitte gemacht. Jetzt muss ich schauen, welcher Spielsituation das entspricht. Das ist in Umschlag 2. Ich gehe also zu Umschlag 2. Hoppla, da habe ich mich verguckt. Ich muss zu Umschlag 3. Entschuldigung, ich hatte mich verschaut. Also Umschlag 3 ist der richtige. In der Mitte ein Kreuz. Und jetzt ist der Computer am Zug. So, und jetzt muss ich reingucken und jetzt simuliere ich wieder einen Zug des Computers, indem ich einen zufälligen Zettel hier rausziehe. Und jetzt ist es erstaunlicher oder nicht erstaunlicherweise so, dass hier überhaupt nur noch ein Zettel drin ist. Nämlich dieser hier, wo der Computer oben in der Ecke seinen Kringel hinmacht. Kannst du den schon mal eintragen mit grün? In diese Ecke.
Der Computer hat also an dieser Stelle nach dem Training nur noch eine Möglichkeit, einen guten Zug zu machen. Das heißt, er hat gelernt, dass an dieser Stelle das Einzige, was nicht dazu führt, dass er verliert, oder im Training war es zumindest so, das Einzige, was dazu geführt hat, war, dass er seinen Kringel hier oben in die Ecke gemacht hat, und alle anderen Möglichkeiten sind im Laufe des Trainings rausgeflogen, weil er vielleicht mal verloren hat und dann die entsprechenden Zettel vernichtet worden sind. So. Also, und jetzt ist die menschliche Spülerin wieder dran. Maike, welchen Zug machst du? Ach so, das muss ich hier drin nochmal nachschauen, Entschuldigung. Genau, also, die menschliche Spielerin, jetzt habe ich den Zettel schon wieder reingesteckt, aber ich brauche ihn noch, macht jetzt also ihr Kreuz da unten in die Ecke. Jetzt muss ich schauen, welcher Spielsituation das entspricht. Und da muss ich jetzt ein bisschen umdenken, weil es hier spiegelverkehrt drauf ist. Das ist Umschlag 8. Wir sind jetzt bei Umschlag 8. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Sie müssen sich das spiegelverkehrt vorstellen. Es ist diese Situation, nur dass rechts und links vertauscht ist. Wir haben die spiegelverkehrten Situationen alle in den gleichen Umschlag gemacht. Jetzt ist der Computer am Zug. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich schaue mal rein. Es ist wieder nur ein einziger Zettel in dem Computer. Das heißt, nach dem Training hat er sich für diese Spielsituation nur noch eine Möglichkeit übrig behalten. Und das ist, dass man hier oben, aber das stimmt doch irgendwie nicht. Das untere Kreuz. Ich habe, glaube ich, den falschen Umschlag. Kann das sein? Warte mal. Ich habe aber eigentlich schon den richtigen. Es sind zwei. Genau. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Ich muss mich gerade konzentrieren. Also dieser hier. Doch, das stimmt schon. Genau. Manchmal kommt man ein bisschen durcheinander. Also das stimmt. An dieser Stelle macht der Computer jetzt seinen Zug hierhin. Kannst du das mal eintragen, Maike? Genau. So, das war jetzt also der Zug des Computers. Und jetzt ist die menschliche Spielerin wieder dran. Maike, machst du mal deinen nächsten Zug? Ja, spiel schlau, weil wir wollen ja zeigen, dass der Computer auch schlau ist. Genau, die menschliche Spielerin setzt jetzt ihr Kreuz oben dazwischen rein, was auch schlau ist, weil sonst hätte der Briefumschlagcomputer an dieser Stelle ja gewonnen, hier reingesetzt. Jetzt sind wir also in der Situation. Jetzt muss ich schauen, jetzt geht es für uns bei Briefumschlag Nummer 34 weiter. Den muss ich jetzt raussuchen. Das ist dieser. Wir sehen auch, das ist die Spielsituation, nur dass sie auf dem Umschlag wieder spiegelverkehrt abgebildet ist. Jetzt ist also der Computer dran. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie schon, es gibt nur einen Zug, den der Computer machen darf, wenn er nicht verlieren will, nämlich hier unten sein Dings reinsetzen. Sonst hätte die Maike hier gewonnen. Und tatsächlich ist es auch so, in diesem Umschlag ist nur ein Zettel drin. Und zwar genau der, bei dem der Computer hier unten seinen Kringel hinmacht. Das heißt, trägst du das mal ein, bitte? Genau. So, jetzt ist die menschliche Spielerin wieder dran. Du kannst deinen nächsten Zug jetzt machen. Mhm. Also, die menschliche Spielerin trägt ihren Zug jetzt hier ein. Jetzt muss ich wieder gucken, welche Spielsituation wir jetzt haben. Das ist, wenn ich es richtig sehe, Umschlag 99. Ich muss hier wieder ein bisschen umdenken, weil es spiegelverkehrt ist. Ich glaube aber, es stimmt, Umschlag 99. Jetzt ist hier Briefumschlag Nummer 99. So rum, und es ist jetzt hier spiegelverkehrt, aber macht nichts. Und jetzt haben wir in diesem Umschlag, jetzt ist wieder der Computer dran. Wir ziehen also einen Zettel aus dem Umschlag raus und wieder ist nur ein Zettel drin. Und der Computer, man muss sich spiegelverkehrt denken, macht an der Stelle jetzt genau den einen möglichen Zug, nämlich hier rein seinen Kringel setzen. Trägst du den mal ein? Weil sonst wäre es wieder so gewesen, dass der Computer verloren hätte. Und er hat im Training gelernt, dass an dieser Stelle das ganz wichtig ist, dass er da die Möglichkeit zumacht, wo sonst der menschliche Spieler gewinnen könnte. So, und jetzt ist das Spiel zu Ende. Die menschliche Spielerin könnte jetzt noch das 9. Kreuz setzen. Da wird aber nichts mehr passieren. In diesem Fall ist unentschieden rausgekommen.
Und das ist auch das Beste, was man an dieser Stelle erreichen kann. Wenn zwei gute Spieler gegeneinander spielen, kommt bei diesem Spiel unentschieden raus. Was wir jetzt aber gesehen haben, ist, dass der trainierte Briefumschlagcomputer also unschlagbar geworden ist, in dem Sinne, dass man gegen diesen Computer, dass der Computer nie mehr verliert. Und an dieser Stelle, und das ist letzten Endes das Prinzip, wie maschinelles Lernen auch funktioniert. Wir haben ein Lernverfahren angewandt, bei dem der Computer in einem untrainierten Zustand angefangen hat. Wir haben ganz viele Trainingsspiele gegen den Computer gespielt, haben dabei Zettel vernichtet, wenn er verloren hat, haben also bewertet, was passiert und haben hinterher einen Trainingsprozess durchgeführt. Und am Schluss ist dieser Briefumschlagcomputer unschlagbar geworden, so gut wie ein menschlicher Spieler. Was man jetzt daran sehen kann, meiner Meinung nach, sind verschiedene Dinge. Aber das Wichtigste, was ich Ihnen hier an der Stelle mit auf den Weg geben will, ist eigentlich, dieses Trainingsverfahren ist jetzt ja relativ einfach und dieser Briefumschlagcomputer besteht auch nur aus Briefumschlägen. Was man an dieser Stelle also sehen kann, ist, wir brauchen keinen großartigen Computer oder einen intelligenten Agenten oder irgend sowas, um ein System zu bauen, was Dinge lernen kann. Ich denke, jedem ist irgendwie klar, dass in diesen Umschlägen hier keine Intelligenz steckt. Lernen kann ein relativ einfacher Prozess sein, der durch einfache Regeln gesteuert wird. Und es ist nie so, dass wenn ein System was lernt, dass das dann heißen müsste, dass da Intelligenz im Spiel ist. Das heißt nur, dass das durch schlaue Mechanismen so aufgesetzt ist, dass sich im Laufe der Zeit Verbesserungen einstellen können und am Schluss ein gutes und gewünschtes Verhalten rauskommt. Und das ist eigentlich das Prinzip, was im maschinellen Lernen ganz, ganz weit verbreitet ist. Und wir werden das jetzt in der Folge von diesem Vortrag noch an ganz vielen Beispielen sehen. Genau das, wir fangen mit einem Training an, erzeugen damit das Verhalten, was gewünscht ist. Und dann kommt der trainierte Computer raus, der Sachen kann, die einen manchmal verblüffen. Also man kann das jetzt hier auch verblüffend finden, dass der Briefumschlagcomputer gelernt hat, Tic-Tac-Toe zu spielen. Es heißt aber nicht notwendigerweise, dass irgendeine Intelligenz im Spiel ist. In dieser Demonstration haben wir jetzt gesehen, wie ein Computer nur bestehend aus Briefumschlägen und Papieren selber lernen kann, drei Gewinn zu spielen. So, und was hat das jetzt mit maschinellem Lernen zu tun? Das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Das Grundprinzip, was hinter dem Briefumschlagcomputer steht, ist nämlich das gleiche, was in ganz vielen Machine Learning-Verfahren auch angewendet wird. Es fängt damit an, dass also der Computer soll lernen für jede Spielsituation, was gute und schlechte Züge sind. Und wie macht er das? Als erstes geben wir dem Computer einen Suchraum vor. Der Suchraum ist in jeder Anwendung ein bisschen was anderes. In unserem Fall ist der Suchraum die Menge aller möglichen Spielzüge, die ein Computer zu jeder gegebenen Situation machen kann. In diesem Raum sucht der Computer also nach den besten Lösungen. Er kann nichts machen, was nicht in diesem Suchraum ist. Also er kann nicht auf einmal anfangen, neue Spielfelder dazu zu erfinden oder andere Symbole zu erfinden. Oder auf einmal zwei Züge hintereinander zu machen. Er kann nur genau das machen, was in seinem Suchraum ist. Nämlich, wenn er dran ist, an einer der freien Stellen sein Symbol zu setzen. Die nächste Zutat, die wir brauchen, ist eine Bewertungsfunktion. Wir müssen dem Computer irgendwie sagen können, was gut ist und was schlecht ist. Und in unserem Fall ist die Bewertungsfunktion einfach, hat der Computer am Ende das Spiel gewonnen oder verloren? Das ist eine sehr einfache Funktion, ja oder nein, gut oder schlecht. Und so eine Funktion brauchen wir aber, wenn wir maschinelles Lernen anwenden wollen. Die nächste Zutat, die wir immer brauchen, sind Trainingsdaten. In unserem Fall waren die Trainingsdaten die Spiele, die der menschliche Spieler oder die menschliche Spielerin in diesem Fall gegen den Computer gespielt hat. Und diese Spiele dienen als Basis dazu, den Computer zu trainieren. Und am Ende von jedem Spiel entscheiden wir ja, welche Zettel schmeißen wir raus und welche nicht. Und diese ganzen Spiele sind die Trainingsdaten. Am Schluss brauchen wir natürlich jetzt noch das Lernverfahren. Und das Lernverfahren, ich habe es gerade schon mal nochmal gesagt, besteht darin, dass wenn wir ein Spiel gespielt haben, wir die Bewertungsfunktion anwenden und schauen, ist das Spiel gut ausgegangen oder nicht. Und das Lernverfahren besteht jetzt darin, dass wir dann, wenn das Spiel schlecht ausgegangen ist, Zettel rausschmeißen. Die Zettel, die wir benutzt haben in einem verlorenen Spiel oder die der Computer benutzt hat, die schmeißen wir alle weg. Das heißt, auch das Prinzip, wie der Computer lernen kann, ist vorgegeben. Der kann nicht auf einmal was ganz anderes machen und andere Dinge lernen. Er kann einfach nur genau lernen, Spielsituationen zu bewerten oder bessere Spielsituationen zu identifizieren. Und mit diesem ganzen Ansatz kann man jetzt versuchen, den Computer zu trainieren. Und am Schluss, wenn wir das lange genug gemacht haben, dieses Training, dann bleiben, hoffentlich, habe ich hier in Klammern geschrieben, nur noch die guten Spielzüge übrig, sodass der Computer gewinnt.
Das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Setup hier. Und natürlich funktioniert das in Verfahren, in komplizierteren Anwendungen sind diese Zutaten alle komplizierter. Trotzdem sind diese Grundzutaten, die ich hier identifiziert habe, eigentlich genau die, die wir in anderen Lernverfahren auch brauchen. Also, mein erstes Zwischenfazit. Ein lernendes System muss nicht intelligent sein. Denn was Sie hier gesehen haben, war der Briefumschlagcomputer, der nur aus Papier steht. Er konnte was lernen und er hat ganz sicher keine inhärente Intelligenz. Da ist auch nichts, was kein Agent dahinter oder irgendwas, was unerklärlich wäre. Es ist ein ganz einfacher Mechanismus und das Ding kann trotzdem lernen. Und das ist, wenn Sie sich nur eine Sache von diesem Vortrag merken wollen, ist das für mich die wichtigste aller Botschaften. Wenn Computer, die selbstlernende Systeme implementiert haben, verblüffende Dinge tun, heißt das nicht, dass irgendeine Intelligenz dahinter stecken muss. Ich möchte nun mit einem weiteren Beispiel weitermachen, was ein bisschen näher schon an maschinellem Lernen ist, nämlich die Klassifikation von Lilien. Also, wir stellen uns jetzt folgende Situation vor. Sie gehen mit Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin spazieren in einer wunderschönen Landschaft und Sie kommen an ganz viel. Und Sie selber kennen sich mit Blumen nicht so aus. Ihr Freund ist aber ein Experte, ein Botaniker, ein Biologe, was auch immer. Und möchte Ihnen immer erklären, welche Blumen hier vorliegen. Und insbesondere kommen Sie an ganz vielen Lilien vorbei. Und Sie sehen also diese ganzen Lilien. Und Sie spazieren und Ihr Freund erklärt Ihnen immer, oh, hier sind drei verschiedene Lilienarten. Guck mal, diese eine hier ist Iris virginica. Und diese andere hier ist Iris setosa. Und dann gibt es noch diese dritte, Iris versicolor. Und er ist ganz begeistert und zeigt Ihnen dauernd diese Blumen und irgendwann sagen Sie, Mensch, kannst du mir mal erklären, woran ich erkennen kann, welche dieser drei Blütensorten ich jetzt eigentlich vor mir habe? Welche dieser drei Lilienarten, Iris Sorten? Und der Freund fängt an, das zu erklären und irgendwie krepiert recht. Und dann sagen Sie, okay, Moment mal, wir machen das anders. Wir wenden jetzt ein automatisches Verfahren an. Und das Verfahren könnte jetzt so funktionieren. Sie gehen mit Ihrem Experten über die Wiese und gucken sich viele solche Blumen an. Und jetzt müssen Sie Daten erheben. Das werden später die Trainingsdaten. Und diese Daten, Sie erheben ganz einfache Daten, was auch Sie können, ohne ein Experte in Botanik zu sein, nämlich Sie messen nur bei jeder Blume, wo Sie vorbeikommen, wie lang ist das Blütenblatt und wie lang ist das Kelchblatt. Also wenn Sie sich da noch daran erinnern, das Blütenblatt ist von der Blüte, ist einfach dieses bunte, schöne Blatt, was man immer sieht. Das Kelchblatt unten an den Blüten sind oft noch diese grünen Reste von der Knospe dran. Das sind die Kelchblätter. Sie haben also ein kleines Maßband dabei und an jeder Blüte, wo Sie vorbeikommen, messen Sie jetzt genau diese zwei Zahlen, nämlich die Länge der Blütenblätter und die Menge der Kelchblätter. Und bei jeder Blüte fragen Sie dann Ihren Freund, ist diese Blume jetzt Iris virginica oder Iris setosa oder ist es Iris versicolor? Und auf diese Weise generieren Sie einen Datensatz. Auf der Folie habe ich es mal für drei Beispielbilder, die natürlich erfunden sind, hingeschrieben. Also wir sehen eine Blume. Und messen zwei Zahlen. Bei der ersten Blume messen wir also 5,1, das ist die Länge des Blütenblatts in Zentimeter, und 1,4, das ist die Länge des Kelchblatts in Zentimeter. Und Ihr Freund sagt Ihnen dazu, das ist Iris virginica. Und bei der zweiten Blume messen Sie 4,3 cm ist das Blütenblatt, 1,3 cm ist das Kelchblatt, und Ihr Freund sagt, das ist eine Iris setosa. Und bei der dritten Blume messen Sie 4,6 cm Blütenblatt, 1,5 cm Kelchblatt, Iris versicolor. Und das machen Sie jetzt ganz oft. Sie sammeln jetzt von ganz, ganz vielen Blumen, sagen wir 150 Blumen, diese Daten. Und was Sie dann erreichen, ist ein Datensatz, ein Trainingsdatensatz. Und zwar, man sieht es auf der Folie, wir haben jetzt von 150 Lilien diese Messungen und von jeder Lilie haben wir eben immer genau zwei Zahlen, Länge von Blütenblatt und Kelchblatt. Und wir wissen, welche Sorte von den Lilien das ist. Das sind unsere Trainingsdaten. Was wir jetzt suchen ist, eine Funktion, die für neue Lilien, wenn jetzt Ihr Experte nicht mehr dabei ist, vorschlagen könnte, welche Blume Sie vor sich haben. Also die Idee ist jetzt, Sie gehen ohne Ihren Freund spazieren, sehen wieder diese ganzen Lilien und würden jetzt gern bei einer bestimmten zum Beispiel rauskriegen, welche haben Sie denn da vor sich. Was machen Sie jetzt? Sie messen jetzt von dieser neuen Blume, die Sie sehen, auch Blüten und Kelchblatt. Und jetzt hätten Sie gerne irgendeine Vorstellung, die Ihnen produziert, wenn wir dieses und jenes Blüten- und Kelchblattlänge haben, dann ist es wahrscheinlich Iris versicolor oder Iris virginica. Und genau diese Funktion soll das maschinelle Lernen selber herausfinden.
Und wie kann das funktionieren? Wir stellen uns jetzt Folgendes vor. Wir haben jetzt, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist eine Zeichnung der Trainingsdaten. Und zwar ist es, man muss sich das vorstellen als ein Koordinatensystem. Auf der X-Achse ist die Länge des Blütenblatts aufgetragen und auf der Y-Achse ist die Länge des Kelchblatts aufgetragen. Und jeder Punkt entspricht jetzt einer Blume. Also jeder dieser roten Punkte zum Beispiel entspricht einer Iris versicolor. Und die Position in dem Koordinatensystem sagt halt, was ist die Länge des Blütenblatts und was ist die Länge des Kelchblatts. Wir haben also hier 150 Punkte für die 150 Blumen, die in unseren Trainingsdaten drin sind. Und jeder Punkt entspricht einer Blume. Und die Farbe dieser Punkte entspricht der Sorte der Blüten. Ich habe die einfach farbkodiert. Die roten sind Iris versicolor, die blauen sind Iris setosa und die grünen sind Iris virginica. So können wir unsere Trainingsdaten visualisieren. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir die Trainingsdaten und jetzt ist ja der nächste Tag. Sie laufen über die Schwäbische Alb und wollen nun die nächste Lilie klassifizieren. Ihr Experte ist nicht dabei. Sie messen Länge von Blüten und Kelchblatt und es kommt vielleicht Werte raus, die ich hier mit dem gelben Fragezeichen eingezeichnet habe. An dieser Stelle im Koordinatensystem würde Ihre Blume sitzen. Und wenn Sie jetzt da scharf hingucken als Mensch und sich überlegen, naja, ist das jetzt vermutlich eine von dieser roten Sorte oder von der grünen oder von der blauen, dann würde wahrscheinlich jeder von Ihnen auch sagen, naja, das sieht ganz so aus, wie wenn das wahrscheinlich auch eine grüne Iris sein sollte, also Iris virginica, weil das einfach in der Mitte von diesen ganzen grünen Blumen da ist. Unwahrscheinlich, dass das jetzt gerade eine von der roten Blumensorte ist. Und so kann maschinelles Lernen das auch machen. Nur, dass wir diesen Prozess, also so kann das maschinelles Lernen auch machen. Wir müssen jetzt allerdings diesen Prozess, dieses scharf hinschauen, was ich hier vorhin genannt habe, das müssen wir natürlich automatisieren. Und das ist genau das, was hinter maschinellem Lernen am Ende steckt. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, die einfachste, die einem hier so einfallen könnte, ist, was ich hier die drei nächste Nachbarregel genannt habe. Die drei nächste Nachbarregel funktioniert folgendermaßen. Wir gucken die Blume an, die wir klassifizieren sollen, also diesen gelben Punkt, der hier in der Mitte von unserem Koordinatensystem ist, und suchen jetzt die drei Blumen, deren Punkte am nächsten da dran sind. Und wenn wir die gefunden haben, ich kann mal gucken, habe ich das hier. Also diese Blume wollen wir klassifizieren. Ich mache das jetzt einmal kurz, Sie sehen mich jetzt nur so ein bisschen. Diese Blume wollen wir klassifizieren und wir suchen jetzt, welche sind die drei anderen nächsten Punkte hier dran. Nee, das ist noch anders. Also, wir wollen die drei nächsten Nachbarn identifizieren. Wir schauen also, was sind die Blumen, die am nächsten da dran sind und welche Farbe haben die? Und in dem Beispiel würden wir jetzt halt sehen, naja, die drei Punkte, die da am nächsten dran sind, sind alle grün. Dann würden wir sagen, dieser gelbe Punkt sollte auch die grüne Farbe kriegen. Das ist wahrscheinlich eine Iris virginica. Hoppsala. Das nächste, was wir dann, wir sehen auch schon, das funktioniert an vielen Stellen in diesem Raum von Blumen wahrscheinlich ganz gut. Es gibt ein paar Stellen, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, nämlich da, wo wir an der Grenze sind zwischen dieser grünen und der blauen Klasse. Da ist es aber vielleicht dann auch schwierig rauszukriegen, ob eine Blume gerade Iris setosa oder Iris virginica ist. Und vielleicht ist es an dieser Stelle dann so, dass eben die Länge von Kelchblatt und Blütenblatt uns nicht genug Informationen darüber geben, welche dieser beiden Blumen wir vor uns haben. Also, und die K-nächste oder die drei nächste Nachbarregel, die wir hier haben, im Allgemeinen heißt sie die K-nächste Nachbarregel, weil wir eine bestimmte Anzahl K an Nachbarn nehmen. Das ist der einfachste maschinelles Lernen-Algorithmus, den man sich vorstellen kann. Und der funktioniert in vielen Anwendungen schon erstaunlich gut. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch ein bisschen komplizierter machen. Das nächste, was ich Ihnen zeigen will, ist lineare Klassifikation. Da geht man jetzt anders vor. Man sagt jetzt nicht, ich will immer nach den nächsten Nachbarn schauen, sondern das Klassifikationsprinzip soll sein, dass wir eine Gerade durch diesen Raum legen und sagen, alles, was auf der einen Seite von der Gerade liegt, ist eben die eine Sorte Blumen und was auf der anderen Seite liegt, ist die andere Sorte Blumen. In diesem Beispiel bräuchten wir zwei Geraden, eine, die die rote von den anderen beiden Klassen trennt und dann noch eine gerade, die diese grüne von der blauen Klasse trennt. Und dieses Prinzip nennt man lineare Klassifikation.
Als Mensch sehen wir jetzt sehr einfach, wo wir diese, in diesem Beispiel zumindest, wo wir diese Geraden am besten reinlegen sollen, dass es gut funktioniert. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie kriegen wir einen Computer dazu, das zu machen? Ein Computer, dem können wir nicht sagen, schau scharf hin und leg die Gerade rein. Das heißt, was der Computer als Aufgabe kriegt, ist gegeben die Trainingsdaten, also die bunten Punkte, finde die Gerade, die am besten diese Daten trennen. Und wie kann das funktionieren? Jetzt versuchen wir wieder in unseren etwas abstrakteren Denkmodus zu kommen, den wir vorher beim Briefumschlagcomputer schon hatten. Der Suchalgorithmus, Lernens nach einer guten Lösung sucht, ist jetzt der Raum aller möglichen Geraden. Die Bewertungsfunktion ist der Trainingsfehler. Das heißt, wenn wir uns eine Gerade anschauen und überlegen, ist die Gerade gut oder schlecht, dann schauen wir, was ist der Fehler, wie viele von den Trainingsblumen werden richtig und falsch klassifiziert. Und je besser dieses Ding funktioniert, also je geringer der Trainingsfehler ist, umso besser finden wir die Gerade. Ich habe hier unten auf der Folie ist eine Abbildung drauf, wo wir sehen, es gibt ganz, ganz viele Geraden, die zum Beispiel ungefähr die grünen und blauen Klassen voneinander trennen könnten. Und wir nehmen jetzt eben im einfachsten Fall diejenige, die den kleinsten Trainingsfehler hat, und die sucht sich der Computer dann aus. Jetzt muss der Computer natürlich alle möglichen Geraden ausprobieren und für jede dieser möglichen Geraden den Trainingsfehler finden. Das ist jetzt auch nicht so ganz offensichtlich, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, wie der Computer das eigentlich machen soll, weil es gibt beliebig viele Geraden. Die gute Nachricht ist, dass das ein ganz, ganz typisches Problem für mathematische Optimierung ist. Geh durch den Raum aller Geraden und finde die Gerade, die bezüglich einer bestimmten Bewertungsfunktion am besten ist. Das ist ein ganz, ganz klassisches Optimierungsproblem. Und damit haben sich Mathematiker schon seit 100 Jahren beschäftigt. Da ist einfach klar, wie man dieses Problem lösen kann. Das hat an sich auch mit maschinellem Lernen nichts mehr zu tun. Das ist dann ein Mechanismus, der im Hintergrund läuft, dieses Optimierungsverfahren zu lösen. Das Optimierungsverfahren spuckt uns dann eine Gerade aus. Und das ist dann, wenn es zumindest geklappt hat, die Gerade, die den kleinsten Trainingsfehler produziert. An dieser Stelle will ich wieder ein kleines Zwischenfazit machen, nämlich maschinelles Lernen, ganz am Ende vom Algorithmus läuft es eigentlich immer auf ein Optimierungsproblem raus. Wir als diejenigen, die den Algorithmus bauen, setzen fest, was ist der Suchraum, was ist die Bewertungsfunktion, was sind die Trainingsdaten und mit welchem Optimierungsalgorithmus soll die beste Funktion am Schluss gelernt werden. Und dieser Optimierungsalgorithmus am Schluss ist immer das Ende des maschinellen Lernens. Das ist da, wo der Lernprozess eigentlich erst anfängt. Wir geben den Rahmen vor, eben durch Suchraum und so weiter. Und der Algorithmus, das Training selber ist dann dieses Optimieren und die beste Lösung finden. Jetzt ist es natürlich so. In dem Beispiel von den Blumen haben wir gesehen, wir nehmen diejenige Gerade, die den kleinsten Trainingsfehler produziert. Am Schluss interessiert uns aber natürlich die Gerade, die für die neuen Blumen am besten funktioniert. Denn das Szenario, was wir im Kopf haben, ist ja, ich möchte am nächsten Tag selber meinen Spaziergang machen, ohne meinen Experten dabei zu haben. Ich möchte Blüten und Kelchblatt messen und möchte dann für die neue Blume, die in dem Trainingsdatensatz noch nicht drin ist, vorhersagen, welche Sorte Blume ist es. Genauso, wenn ich mir vorstelle, ich will ein selbstfahrendes Auto bauen, das trainiert vielleicht auf ganz vielen vorgegebenen Verkehrssituationen. Ich möchte aber dann in der nächsten Verkehrssituation, in die ich halt reinfahre mit meinem Auto, dass das Auto bitte weiß, ob da jetzt gerade ein Stoppschild steht oder nicht. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir ein maschinelles Lernverfahren haben, was es schafft, die Trainingsdaten gut zu klassifizieren oder vorherzusagen, sondern es soll neue Daten richtig klassifizieren. Jetzt, hier kommt so ein bisschen das konzeptuelle Denken hinter maschinellem Lernen. Wie kann man das hinkriegen? Wann funktioniert sowas vermutlich und wann funktioniert es vielleicht nicht? Ich habe jetzt hier auf der Folie nochmal ein bisschen abstrakter Beispiele gemalt. Wir haben blaue Kreuze und rote Punkte. Stellen Sie sich wieder vor, das sind zwei Sorten Blumen in einem Koordinatensystem eingetragen. Und wir wollen gern die roten von den blauen trennen oder Kreuzchen von Punkten ist das Gleiche. Und jetzt gibt es verschiedene Funktionen, mit denen ich das machen könnte. Ich könnte jetzt sagen, ich mache lineare Klassifikation wie auf der linken Seite und suche mir eine Gerade, die das möglichst gut hinkriegt. Aber vielleicht ist es in diesem Beispiel so, dass Geraden nicht so richtig passend aussehen, weil die doch relativ hohe Fehler machen, schon auf den Trainingsdaten. Dann habe ich in der Mitte ein Bildchen, wo ich eine etwas gekrümmte, aber noch relativ einfache Funktion habe. Die hat vielleicht ein bisschen kleineren Trainingsfehler. Und auf der rechten Seite habe ich eine sehr komplizierte Funktion gewählt, die so richtig schön um alle Trainingspunkte rumfährt
und dafür sorgt, dass jeder Punkt auf der richtigen Seite liegt. Und selbst dieser eine kleine blaue, das Kreuzchen, was auf der rechten Seite ist, ist umkringelt. Das heißt, das ist rausgenommen und auf die andere blaue Seite geschoben, sodass wirklich jeder Trainingspunkt richtig dargestellt wird. Jetzt ist die Frage, wenn ich mir diese drei Funktionen anschaue und mir vorstelle, die sind jetzt auf den Trainingsdaten gefunden worden, welche sind denn die Funktionen, die ich auf den Test oder welche dieser Funktionen würde vermutlich auf den nächsten Testdaten besonders gut funktionieren? Und das ist die Frage, die maschinelles Lernen lösen muss und für die die Theorie des maschinellen Lernens auch wirklich gute Konzepte entwickelt hat. An dieser Stelle müssen wir jetzt zwei Größen unterscheiden. Ich habe das implizit schon so ein bisschen gemacht. Wir haben Trainingsdaten, auf denen wir unseren Klassifizierer trainieren wollen, also die Blumen, die wir gemeinsam mit dem Experten begutachten. Und dann haben wir Testdaten. Das sind die Blumen, die ich am nächsten Tag mir anschauen will. Die Trainingsdaten sind dafür da, den Algorithmus zu trainieren. Die Testdaten sind am Schluss dazu da, zu bewerten, wie Klassifizierer jetzt eigentlich funktioniert. Und auf beiden diesen Datensätzen können wir jetzt Fehler ausrechnen. Wir können also schauen, für diese lineare Gerade in der ersten Figur, ist der Trainingsfehler groß oder klein? Und dann können wir auch schauen, ist der Testfehler groß oder klein? Der Testfehler ist jetzt, wenn ich neue Daten aus der gleichen Verteilung ziehe, also wieder über die Wiese gehe und wieder Blumen sammle, wie groß ist dann Trainings- und Testfehler? Und die wichtige Einsicht an dieser Stelle ist, was uns ganz am Schluss interessiert, ist nur der Testfehler und nicht der Trainingsfehler. Das ist ja toll, wenn der Algorithmus am Schluss all die Blumen, von denen der Experte mir schon gesagt hat, was es ist, auch richtig klassifizieren kann. Aber ich will ja, dass er in Zukunft gut funktioniert. Genauso wie in der Krebsdiagnose, das natürlich schön ist, wenn der die bekannten Patienten in die richtige Krankheit einsortieren kann, aber ich will doch, dass er für neue Krankheiten das Richtige vorhersagt. Das heißt, ganz am Ende des Tages kann es mir egal sein, wie groß der Trainingsfehler ist. Das Wichtige ist und das Einzige, was zählt, ist der Testfehler. Und jetzt ist es so, dass Trainings- und Testfehler nicht immer unbedingt miteinander korreliert sind. Wir sehen das hier an diesen Beispielen. In dem ersten Beispiel, in dem Bildchen, was auf der linken Seite ist, wo wir die Gerade nehmen, sind sowohl Trainings- als auch Testfehler groß. Was hier passiert ist, die Gerade ist eine zu einfache Funktion, die wird den Trainingsdaten nicht gerecht, und zwar weder den Trainingsdaten noch den Testdaten. In beiden Fällen ist der Fehler groß. Auf der rechten Seite dagegen, der ganz rechte, diese sehr geschwungene Linie hier, ist der Trainingsfehler sehr klein, weil wir haben die Funktion extra so gewählt, dass die genau um jeden Trainingspunkt rumfährt und den genau in die richtige Klasse sortiert. Der Testfehler wird allerdings an dieser Stelle recht groß sein. Weil was passiert ist, wir haben jetzt hier lauter, wenn die Trainingsdaten so ein bisschen verrauscht sind, manchmal hat man sich ein bisschen vermessen und so weiter, und wir versuchen das alles irgendwie mit aufzunehmen in unsere Funktion, dann tun wir, was sich Überfitten nennt oder Overfitting auf Englisch. Wir generieren eine Funktion, die sich so genau auf die Trainingsdaten angepasst hat, dass sie eben nicht mehr die Fähigkeit hat, besonders gut vorherzusagen, was in den Testdaten passiert. Denn an dieser Grenze zwischen Rot und Blau wird es vermutlich, wenn ich neue Daten ziehe, nicht mehr so gut funktionieren. Dieses Phänomen heißt Überfitten, Overfitting. Wir haben eine Funktion genommen, die zu komplex ist. Mit der können wir die Trainingsdaten so toll hinkriegen, dass es aber leider für die Testdaten am Schluss nicht mehr funktioniert. Und der Kompromiss, auf den wir jetzt raus wollen, wie Sie sich vielleicht jetzt denken können, ist das Bildchen in der Mitte. Da haben wir jetzt eine Funktion genommen, die so eine mittlere Komplexität hat. Die ist kann ein bisschen mehr sozusagen abbilden als jetzt nur eine lineare Gerade, aber ist nicht ganz so verwinkelt wie das Ding auf der rechten Seite. Und in diesem Beispiel haben wir jetzt einen kleinen Trainingsfehler. Und es stellt sich jetzt in dem Beispiel raus, wir haben auch einen vergleichsweise kleinen Testfehler. Und das ist das Einzige, was zählt, dieser Testfehler. Und was ich hier so abstrakt auf diesem Bildchen gezeigt habe, die Komplexität von Funktionen und wie die mit Trainings- und Testfehlern zu tun haben, dafür hat das maschinelle Lernen und speziell die Theorie des maschinellen Lernens, das ist das Gebiet, in dem ich arbeite, sehr viel beigetragen zu erklären, wann was richtig ist und wann was gut funktioniert und wann was nicht so gut funktioniert. Ah genau, hier sind noch die gelben Schildchen, ich habe es vorhin schon gesehen. Links nennt man Underfitting, in der Mitte genau richtig und rechts ist Overfitting. Und das mittlere Bildchen ist das, auf was wir raus wollen. Wie kann man das jetzt in die Praxis umsetzen, diese Erkenntnis, dass eine Funktion nicht zu einfach sein soll und nicht zu kompliziert? In der Praxis des maschinellen Lernens funktioniert es so,
Wir brauchen so eine Art Kompromiss zwischen dem Trainingsfehler und der Komplexität der Funktion. Der Trainingsfehler soll natürlich klein sein, weil wenn der Trainingsfehler schon riesig ist, dann wird es wahrscheinlich auf den Testdaten auch nicht funktionieren. Aber es darf schon ein bisschen Trainingsfehler da sein, wenn dafür die Komplexität der Funktion nicht zu hoch ist. Und das mathematische Prinzip, mit dem man das dann umsetzt, nennt sich Regularisierung. Was wir in der Praxis machen ist, wenn wir jetzt so einen Datensatz von Lilien haben und zum Beispiel eine Gerade auswählen, dann nehmen wir nicht oder eine Funktion auswählen und uns vielleicht nicht sicher sind, sollen wir eine Gerade nehmen oder eine Parabel oder was ganz Kompliziertes. Dann würden wir sagen, wir schauen verschiedene Funktionen an und die Bewertungsfunktion ist jetzt aber nicht nur der Trainingsfehler, sondern eine Summe aus zwei Termen, der Trainingsfehler und ein Term, der die Komplexität der Funktion misst. Und dann versuchen wir, dieses gemeinsam zu minimieren, in der Hoffnung, dass dann der Testfehler möglichst klein ist. Da kann ich jetzt nicht mehr im Detail dazu eingehen, wie man das genau macht, das wird dann ein bisschen technischer. Aber das ist das grundlegende Verfahren, mit dem maschinelles Lernen schon sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und für dieses Verfahren können wir Theoretikerinnen und Theoretiker, können ganz viele Garantien dafür abgeben, dass bei diesem Verfahren auch wirklich, was da rauskommt, wie groß der Fehler sein wird und so weiter. Das heißt, wenn wir dieses Verfahren anwenden und das alles gut klappt und so weiter, sind das Verfahren des maschinellen Lernens, die sehr, sehr gut verstanden und auch kontrollierbar sind. Was ist nun das Zwischenfazit? Wir haben gesehen, dass das Ziel von Algorithmen des maschinellen Lernens eben nicht nur ist, dass sie auf Trainingsdaten gut funktionieren, sondern dass sie auf neuen Daten, auf Testdaten gut funktionieren. Wir sagen dazu auch oft generalisieren. Der Algorithmus muss generalisieren, er muss verallgemeinern können auf neue Daten. In dem klassischen Regime ist es so, dass die Lerntheorie dazu Aussagen machen kann. Das ist sehr, sehr gut verstanden. Wir können Fehlergarantien beweisen und das ist ein Gebiet des maschinellen Lernens, was wir sehr, sehr gut im Griff haben und was überhaupt sehr gut verstanden ist. Genau. Nein. Warum? Nun möchte ich Ihnen ein weiteres Beispiel zeigen. Wir kommen jetzt immer näher an Anwendungen, die tatsächlich auch vielleicht mal interessanter werden. Die nächste Anwendung, die ich mit Ihnen diskutieren will, sind handgeschriebene Ziffern erkennen. Wo braucht man das? Stellen Sie sich vor, Sie sind die Post und Sie wollen Briefe transportieren. Jetzt kommen die Briefe alle rein, da steht eine Adresse drauf, die fahren auf so einem Förderband durch irgendeine Maschine durch. Von oben guckt eine Kamera drauf, nimmt ein Bild von dieser Adresse auf und soll jetzt automatisch rauskriegen, wo soll denn der Brief hin und soll den Brief automatisch in die bestimmten Säcke sortieren, dass die dann weiter transportiert werden können. Solche Postsortieranlagen waren lange Zeit ein treibender Faktor ist schon eine Weile her, aber in den 80er, 90er Jahren für maschinelles Lernen. Damals hat man es noch Mustererkennung genannt, weil das wirklich ein wichtiges Problem war, was die Post damals lösen musste. So. Jetzt stellen wir uns also vor, wir schränken uns jetzt vielleicht mal ein auf das Problem, dass wir einfach die Ziffern erkennen wollen von der Postleitzahl. Also, jetzt hat jemand per Hand seine Postleitzahl auf den Brief geschrieben. Und wir wollen jetzt für jede Ziffer sagen, ist das eine 1, eine 5 oder eine 9. Sie sehen hier auf der Folie Beispiele für handgeschriebene Ziffern. Und man kann jetzt schon an diesem einen Beispiel sehen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist mit dieser Handschrifterkennung. Insbesondere funktioniert es nicht, dass ich irgendwie sage, bei einer 5, da kommt hier unten so ein kleiner Schnüdler und dann geht es oben und oben muss es gerade sein, weil jeder die 5 ein bisschen anders schreibt und ich das nicht hinkriege, das einfach so eine handgeschriebene Regel zu erfinden, die das gut hinkriegen würde. Dafür genau gibt es maschinelles Lernen. Um jetzt zu erklären, wie das funktioniert, ein bisschen mehr im Detail. Wie ist es denn mit so einer handgeschriebenen Ziffer? Jetzt kommt also die Kamera von oben, die nimmt jetzt dieses Bild auf. Und wenn ich mir jetzt intern vorstelle, wie ist dieses Bild im Computer repräsentiert? Ein Bild besteht aus Pixeln, das haben Sie bestimmt schon gehört. Ein Pixel ist einfach, das Bild ist in so eine Art Gitter aufgeteilt und ein Pixel ist ein so Gitterwürfelchen. Und ein Bild ist einfach dadurch beschrieben im einfachsten Fall, dass wir für jedes Würfelchen sagen, welche Farbe soll da drin sein. Wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild habe, dann muss ich für jedes dieser Pixel einfach sagen, ist es weiß, ist es schwarz oder welchen Grauwert hat es. Und das wird so gemacht, jetzt in diesem Beispiel habe ich hier eine handgeschriebene 3. Ich habe das Bild als 16 mal 16 Pixel dargestellt, also eine ganz schlechte Auflösung, aber das tut es für diesen Fall. Wir haben also 16 mal 16 kleine Quadrate, also 256 solche kleinen Quadrate oder Pixel.
Und in für jedes dieser Pixel steht einfach eine Zahl zwischen 0 und 1, die mir sagt, wie weiß oder schwarz soll dieses Pixel sein. 0 steht, sagen wir mal, für 1, 0 steht für weiß, 1 steht für schwarz und dann ist 0,5 ist dann halt grau. Und da gibt es verschiedene Grauwerte und je nachdem, wie nah an 0 oder 1 ist, ist es heller oder dunkler. Also, das heißt, abstrakt gesehen, wenn der Computer so eine handgeschriebene Ziffer sieht, sieht er natürlich kein Bild, sondern der kriegt einfach eine Reihe von 256 Zahlen und soll für diese 256 Zahlen jetzt sagen, ist das jetzt eine 3 oder ist es eine 5 oder repräsentiert das ein Bild, wo eine 7 drauf ist. Das heißt, was wir suchen, abstrakt gesprochen, und wenn Sie diese Notation nicht verstehen, macht es nichts, wir suchen eine Funktion, die von einem Raum mit 256 verschiedenen Einträgen vorhersagt, welche Ziffer zwischen 0 und 9 dieses Ding jetzt darstellen soll. Ganz abstrakt würde so ein Problem jetzt folgendermaßen gelöst werden. Wir haben jetzt die Ziffern aus zwei verschiedenen Klassen. Der Suchraum sind jetzt bestimmte Funktionen, die in diesem Raum der 256 Zeichen leben, die wir mit bestimmten Parametern identifizieren. Wir messen den Trainingsfehler in einer Funktion. Wir messen, wie komplex ist diese Funktion. Wir lösen ein Optimierungsproblem und können am Schluss sogar eine statistische Garantie angeben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Trainingsfehler und der Testfehler von diesem Algorithmus nicht so wahnsinnig weit auseinander sind. Die ganzen Details auf dieser Folie müssen Sie nicht verstehen. Das Fazit an dieser Stelle ist, sowas wie handgeschriebene Ziffern erkennen ist ein Problem, das im maschinellen Lernen sehr gut verstanden ist. Da gibt es viele Lösungen dafür und es ist auch klar, wie man es machen muss und ist gut kontrollierbar. Das sind Sachen, die schon seit langer Zeit gut funktionieren. Das nächste Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, sind neuronale Netze. Neuronale Netze, davon haben Sie bestimmt schon in der Zeitung gelesen, denn in vielen Anwendungen sind neuronale Netze diejenigen Algorithmen, die ganz gut funktionieren. Und ich möchte Ihnen nun erklären, was zumindest das Grundprinzip für diesen neuronalen Netzen ist. Als allererstes, die Intuition oder warum wir über neuronale Netze reden, kommt eigentlich aus den Neurowissenschaften, aus der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie das Gehirn funktioniert. In dem menschlichen Gehirn oder auch bei anderen Lebewesen, bei Tieren, das Gehirn funktioniert ganz abstrakt so, dass wir haben viele Nervenzellen, die miteinander verbunden sind durch so kleine elektrische Leitungen, könnte man sagen, und die schicken sich gegenseitig Signale zu. Und wenn genug Signal in einer Zelle angekommen ist, dann schickt diese Zelle ein Signal an seine Nachbarzellen. Und hier ist ein hübsches Bildchen, was das versucht darzustellen, wie so ein neuronales Netz in echt aussieht, in unserem Kopf. Und diese Netze sollen jetzt als Vorbild dazu dienen, wie man neuronale Netze versuchen kann, künstlich nachzubauen. Und diese Dinge heißen dann künstliche neuronale Netze. Das ganz abstrakte Prinzip ist wie folgt. Wir haben ein neuronales Netz, das besteht aus verschiedenen Schichten. Und zwar auf der Folie links haben wir so eine Art Eingabeschicht. Da kommen Signale rein und ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Dann haben wir viele versteckte Schichten. Und das Signal geht in diesem Bildchen immer von links nach rechts durch. Wir haben viele versteckte Schichten. Es wird immer von einer Schicht zur nächsten Schicht weiter propagiert. Und ganz am Ende wird alles zusammengesammelt in ein Neuron, was uns die Ausgabe produziert. Das hört sich jetzt ziemlich abstrakt an. Wie könnte das sein? Also zum Beispiel könnte das so sein, wir wollen handgeschriebene Ziffern erkennen. Wir bauen uns jetzt eine Eingabeschicht, wo jedes Pixel von diesem Bildchen in diese Eingabeschicht reingeht. Das heißt, ein Pixel, haben wir ja gelernt, ist eine Zahl, die zwischen 0 oder 1 ist. Einfach die sagt, was ist der Grauwert dieses Pixels. Ich habe also jetzt 256 Pixel in meinem Bild. Dann baue ich mir 256 Eingabeneuronen und jedes Neuron kriegt einfach die Zahl als Eingabe, die diesem Pixelwert entspricht, diesem Grauwert. Dann werden diese ganzen Zahlen durch das Netz durchpropagiert und ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Und am Schluss, dieses Ausgabeneuron sollte in diesem Fall hoffentlich die Ausgabe 3 produzieren und sagen, die handgeschriebene Ziffer, die da vorne reingekommen ist als Bild, die stellt eine 3 dar. Das ist das Ziel, was man natürlich gerne erreichen will. Und wie funktioniert das jetzt? Wie ist der Mechanismus in diesem neuronalen Netzwerk? Ich möchte Ihnen jetzt eine Stelle an diesem Netzwerk rausnehmen und die mal genauer erklären. Und zwar, wir schauen uns jetzt ein Neuron an, hier in der zweiten Schicht. Das ist dieses mittlere Neuron. Da gehen rote dicke Linien rein und grüne dicke Linien gehen wieder raus. Und die Funktion von diesem einen Neuron, die möchte ich jetzt als erstes mal erklären, als Beispiel. Also jetzt rausgenommen abstrakt, wir haben jetzt dieses eine Neuron. Es gehen rote Linien rein und es gehen andere Linien wieder raus.
die Eingänge in so ein Neuron, auf jedem Eingang kommt eine Zahl an. Ganz am Anfang ist diese Zahl eben der Grauwert der Bilder. Und später werden das Berechnungen von dem Neuron sein, was vorher dran ist. Jetzt stellen wir uns also vor, dieses Neuron sitzt irgendwo in der Eingabeschicht. Es kommen jetzt also diese Eingaben E1, E2 und E3 rein. Also in über jedes dieser roten Pfeilchen kommt jetzt eine Eingabe rein. Eine Zahl. Und jetzt ist es so, dass diese kleinen Kanäle, diese Kanten sind, also im abstrakten Falle die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen, die haben ein bestimmtes Gewicht. Also in der Natur wäre das so, wir haben dicke oder dünne solche Leitungen, da kann mehr oder weniger Signal drüber gehen. Jetzt, wenn wir das künstlich nachbauen wollen, geben wir jeder Kante ein Gewicht, die uns sagt, wie viel Signal soll über diese Kante gehen. Und dann müssen wir summieren, was das Gesamteingangssignal an einem solchen Neuron ist. In der Mitte, dieses grüne Neuron, kriegt jetzt ein Eingangssignal. Und zwar ist das Eingangssignal jetzt die Summe der gewichteten Signale aller Zellen, die eben da was hinschicken. Also jetzt, wenn ich mir überlege, was ist das Signal, was die erste Zelle hinschickt, das ist jetzt E1 mal W1, also E1 der Eingangswert, der dort anliegt, und W1 das Gewicht. Also E1 mal W1 ist jetzt das gewichtete Signal, was aus der ersten Zelle kommt. E2 mal W2 ist das gewichtete Signal, was aus der zweiten Zelle kommt. Und E3 mal W3 ist das gewichtete Signal, was aus der dritten Zelle kommt. Und die drei summiere ich jetzt alle zusammen und kriege dann, hier steht es, S. S ist also das Signal, was in der Zelle ankommt. Die gewichtete Summe aller Eingangssignale. Also das kommt jetzt in der Zelle an. Und jetzt kann die Zelle sich überlegen, was sie damit macht. Sie kann jetzt eine Funktion drauf anwenden. Und diese Funktion könnte zum Beispiel sein, ich gucke einfach, ist das Eingangssignal ein bestimmter Schwellwert. Und in dem Moment, wo es größer wird als ein Schwellwert, gebe ich das Signal weiter. Das heißt, abstrakt gesprochen, wenden wir jetzt auf diese Eingabe S eine Funktion an, oder ein Filter, kann man auch sagen. Dann kommt F von S raus, das ist jetzt der interne Wert, den dieses Neuron hat. Und das schickt es jetzt an seine Nachbarn weiter. Das heißt, dieser Wert F ist F von S, den das Neuron jetzt gerade berechnet hat, also dieses gefilterte Eingangssignal, schickt es jetzt einfach weiter an alle seine Nachbarn. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Die Nachbarn kriegen jetzt diese ganzen Signale als Eingaben, berechnen wieder, wie ihr Gesamtsignal aussieht und schicken es auch wieder weiter. Ich gehe nochmal zurück. In diesem neuronalen Netz können wir jetzt also sehen, diese Zelle, die ich da rausgepickt habe mit den dicken roten und grünen Linien, ist die eine Zelle, wo jetzt eben das Signal von den roten Linien ankam und an die Nachbarn weitergeschickt wird. In anderen Neuronen in dieser Schicht. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt geht praktisch das Signal einen Schritt weiter, eine Schicht weiter. Jedes einzelne führt diese Berechnung aus, guckt, summiert, was in dem Signal weiter. In diesem Ausgabeneuron ankommen, was auch nichts anderes tut. So, wenn man das jetzt ganz abstrakt betrachtet, ist also so ein neuronales Netz eine ganz, ganz komplizierte Art, eine Eingabe durch eine Funktion in eine Ausgabe zu verwandeln. Dieses ganze Netz stellt eine Funktion als Eingabe Grauwerte rein. Das führt seine ganzen Berechnungen aus. Und am Schluss, die Ausgabe ist eine Ziffer zwischen 0 und 9. Das heißt, wenn mich die Eingabe, die produziert mir eine Ausgabe. Und Ziel des maschinellen Lernens wäre jetzt, in dem Beispiel von handgeschriebenen Ziffern, die Funktion so einzustellen, dass halt am Schluss die Ausgabe immer die richtige Ausgabe ist. Und wie kann ich diese Funktion einstellen? Also vorher war das so, wir mussten zum Beispiel in dem Beispiel von den Lilien die Gerade so einstellen, also die Steigung von der Gerade und von mir aus die Verschiebung von der Gerade so einstellen, dass es gut funktioniert hat, dass es die Klassen gut getrennt hat. Und jetzt muss ich hier dieses neuronale Netz auch einstellen können. Das heißt, ich muss irgendwie was dran verändern können, sodass die Eingabe rauskommt, schauen kann, was ist die Ausgabe, und wenn sie nicht passt, irgendwas dran drehen. Und das, was man bei den neuronalen Netzen verändern kann, das sind diese Kantengewichte. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Bildchen. Hier haben wir diese W1, W2 und W3. Das sind die Gewichte auf diesen Kanten. Und die sind nicht vorgegeben. Also das neuronale Netz, die ganze Topologie, der Aufbau dieses Netzes, also wie viele Schichten hat es und wie viele Zellen sitzen in jeder Schicht, das ist alles einmal festgelegt. Gewichte auf diesen Schichten, die werden nicht festgelegt. Und des maschinellen Lernens ist es, genau diese Gewichte rauszukriegen, die so zu wählen, dass am Schluss die Funktion
Jetzt, wie funktioniert dieser Lernprozess? Das, wenn ich jetzt ein neuronales Netz trainieren will, zum Beispiel handgeschriebene Ziffern zu erkennen, mache ich das jetzt so. Ich starte mit zufälligen Kantengewichten. Am Anfang weiß ich überhaupt nichts. Das war beim Briefumschlagcomputer, den denken wir uns jetzt mal in parallel dazu. Beim Briefumschlagcomputer hatten wir mit zufälligen Spielstrategien angefangen. Der Computer wusste nichts, der hatte in seinem Umschlag alle Zettel drin. Genauso jetzt hier, wir starten mit zufälligen Kantengewichten. Dann fangen wir mit einem Trainingsbeispiel an. Wir geben zum Beispiel diese handgeschriebene 3 ein und beobachten die Ausgabe des neuronalen Netzes und schauen, was sagt denn das Netz vorher. Das wird jetzt im Normalfall nichts Richtiges vorhersagen, weil wir ja mit zufälligen Kantengewichten angefangen haben. Wir gucken jetzt also, hat es das Richtige vorhergesagt? Wenn ja, dann freuen wir uns und machen nichts. Wenn nein, müssen wir die Kantengewichte verändern. Dann müssen wir die Kantengewichte so drehen, dass das, die Ausgabe irgendwie vielleicht beim nächsten Mal eher die richtige Ausgabe wird. In neuronalen Netzen ist dieses Optimierungsverfahren ein mathematisches Optimierungsverfahren, das nennt sich Gradientenabstieg, mit dem man das schafft, die Kantengewichte so zu verändern, dass die Ausgabe beim nächsten Mal hoffentlich mehr stimmt als beim vorigen Mal. Das ist aber ein sehr kompliziertes Verfahren, was ich Ihnen jetzt nicht so erklären kann. Aber nochmal die Parallele zum Briefumschlagcomputer. Beim Briefumschlagcomputer hatten wir auch, wir haben mit einer zufälligen Strategie angefangen. Dann haben wir geguckt, hat der Computer am Ende des Spiels gewonnen oder verloren? Und wir haben die Zettel, wenn er verloren hat, haben wir die Zettel rausgeschmissen, die falsch waren praktisch. Und das war unser Lernverfahren. Jetzt im neuronalen Netz, wir machen genau das Gleiche. Wir fangen mit einem zufälligen Algorithmus, mit einer zufälligen Strategie an. Schauen, was, wenn die handgeschriebene Ziffer reinkommt, ob die richtige Ausgabe reinkommt. Wenn ja, freuen wir uns. Wenn nein, verändern wir die Kantengewichte, sodass am Schluss es hoffentlich besser wird. Und das Training machen wir jetzt lang und oft. Das war bei dem Briefumschlagcomputer auch so. Und wir hoffen dann, dass am Ende von diesem Training das richtige Ergebnis rauskommt. Also das heißt, dass die tatsächliche Ausgabe und die gewünschte Ausgabe im Normalfall übereinstimmen. Jetzt ist es so, bei neuronalen Netzen, also die sind ganz, ganz mächtig. Sie können in sehr vielen Anwendungen erstaunlich gute Ergebnisse erzielen, zum Beispiel in Bilderkennung, in Spracherkennung und so weiter. Trotzdem ist es so, dass die ein paar unangenehme Eigenschaften haben. Und mathematisch gesehen sind die neuronalen Netze noch nicht so gut verstanden wie die anderen Algorithmen des maschinellen Lernens. Und eines der Probleme, was auftaucht, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist die sogenannte Robustheit. Hier zeige ich Ihnen jetzt ein Beispiel für Bildklassifikation. Also die ersten Durchbrüche mit den neuronalen Netzen im Jahr 2012 war das, glaube ich, sind im Bereich der Bilderkennung passiert. Also ganz viele Datensätze mit Bildern und soll immer sagen, was ist auf diesem Bild drauf. Gibt es also Datensätze mit Tieren, mit Häusern, mit Fahrzeugen, allem Möglichen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein neuronales Netz trainiert und das kriegt es super hin. Also auf Trainings- und auch auf Testdaten kann es ganz hervorragend zum Beispiel sagen, welche Tiere auf diesem Bild sind. Wenn wir ihm jetzt das Bild hier auf der linken Seite zeigen würden, würde das neuronale Netz sagen, das ist ein Papagei. Und das kriegt es auch richtig gut hin, wenn man ihm solche Bilddatenbanken zeigt. Jetzt ist es so, es gibt jetzt ein Verfahren, das haben Leute später dann rausgefunden, mit denen man die Bilder auf ganz subtile Weise verändern kann, sodass leider das neuronale Netz dadurch auch getäuscht wird. Das heißt, was man machen muss, und das können nur Experten, das kann man nicht so einfach machen, ist, aber man kann so ein neuronales Netz nehmen und ein Bild, kann auf das Bild eine ganz besondere Form von Veränderungen durchführen, eine bösartige Veränderung sozusagen, die den Algorithmus in die Irre führen soll. Und danach, in diesem Beispiel hier, würde das Bild so aussehen wie auf der rechten Seite. Man sieht eigentlich diese bösartige Veränderung, die wir dazu addieren, die ist hier übertrieben dargestellt. In echt sieht man die nicht. Also wenn Sie jetzt gucken, das Bild auf der linken und rechten Seite sieht für menschliche Beobachter eigentlich genau gleich aus. Und natürlich würden wir als Mensch sagen, das Bild auf der rechten Seite ist auch ein Papagei. Wir sehen nicht mal den Unterschied. Das neuronale Netz hat jetzt aber diese kleinen einzelnen Werte von Pixeln sind etwas verändert und das neuronale Netz glaubt jetzt auf einmal, das ist ein Bücherregal. Und das ist natürlich absurd. Also irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas ist komisch. Also das neuronale Netz lässt sich irreführen durch diese bösartigen Veränderungen, obwohl wir als Mensch an dieser Stelle überhaupt nicht irregeführt sind.
Das deutet schon darauf hin, dass neuronale Netze sehr anders klassifizieren als Menschen. Und das sind auch Ergebnisse, die viele Leute in den letzten Jahren publiziert haben. Es ist noch nicht so richtig gut gelungen, gegen diese Art von bösartiger Veränderung ein Rezept zu finden, was immer funktioniert. Und es ist auch unklar, ob es eins geben wird, was immer funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, neuronale Netze, die funktionieren in ganz, ganz vielen Anwendungen ganz toll, sind aber im Gegensatz zu den Algorithmen, die ich vorher vorgestellt habe, auch von der Theorie her noch nicht so verstanden, dass man die immer unbesorgt einsetzen könnte, in dem Sinne, zumindest wenn es wichtig ist, dass keine Fehler rauskommen oder keine bösartigen Manipulationen an den Ergebnissen passieren dürfen, dann sind neuronale Netze im Moment noch nicht so weit, dass wir sie unbeschränkt oder unbesorgt einsetzen können. Einfach, weil sie noch nicht so gut verstanden sind. Das Zwischenfazit, was wir jetzt hiervon ziehen können, ist also, neuronale Netze sind ganz mächtig. Die können ganz, ganz viele Sachen und sind auch toll und es ist verblüffend, was die alles können. Sie sind aber noch nicht robust und noch nicht besonders gut verstanden, in dem Sinne, dass man beweisen könnte, unter welchen Bedingungen sie gut funktionieren und unter welchen nicht. Das allerletzte Kapitel, was ich mit Ihnen noch besprechen will, ist AlphaGo. Auch davon haben bestimmt manche von Ihnen in der Zeitung gelesen, das war vor wenigen Jahren. Ein Computer wurde trainiert, Go zu spielen. Also Go, Sie sehen hier ein Bild, ist so ein japanisches Brettspiel. Es gibt weiße und schwarze Spieler, die sich irgendwie gegenseitig einzingeln müssen. Also ich bin keine Go-Spielerin, ich kenne es nur aus Erzählungen. Das ist sowas wie ist ein Strategiespiel, in einer Hinsicht ähnlich wie Schach, also es ist ein kompliziertes Spiel. Es ist aber von der Spielstrategie her wohl deutlich, oder das ist das, was Experten sagen, es ist deutlich komplizierter als Schach oder deutlich weniger vorhersehbar, erfordert deutlich mehr Intuition und ist auch deutlich weniger vorgegeben durch Standardspiele, wo eh schon klar ist, wie man die nächsten 5 Züge machen muss, sondern hat sehr viel mehr Variabilität, dieses Spiel. Schachcomputer gibt es ja schon lange, seit 1996 gab es den Computer, der den Weltmeister damals Garry Kasparov geschlagen hat in Schach. Dieser Computer 1996 hat kein maschinelles Lernen benutzt, sondern hat letzten Endes riesige Rechenkraft benutzt. Hat seine Rechenkraft benutzt, um vorherzusehen, wenn es bestimmte Züge macht, auszurechnen, was kann dann der Gegner alles machen und was kann dann ich alles machen und wo kommt am Schluss vielleicht das Beste raus. Hat also sehr, sehr viel Rechenkraft eingesetzt und damit letzten Endes den Menschen geschlagen, hatte aber sonst keinerlei internes Lernverfahren oder so drin. Das ist jetzt anders. Dieser Go-Computer, der 2006 eben erfunden worden ist, hat damals dann auch den Go-Weltmeister geschlagen. Und dieser AlphaGo-Computer beruht nur auf maschinellem Lernen. Und zwar, wie das funktioniert. Also das ist natürlich was sehr Kompliziertes, ich kann Ihnen das jetzt nicht im Detail erklären. Aber die Grundzutat sind auch neuronale Netze. Und ich glaube, stellen Sie jetzt für Ihre Vorstellung ist es vielleicht am einfachsten, Sie stellen sich das wieder so vor, wir haben wie beim Briefumschlagcomputer eigentlich, wir haben eine Spielsituation dargestellt durch dieses Go-Brett. Die können wir jetzt kodieren relativ leicht durch 0 und 1 Vektoren, wo wir für jedes Feld sagen, sitzt da ein schwarzer Stein, ein weißer Stein oder gar kein Stein drauf. Und das füttern wir jetzt in ein neuronales Netz, also jedes Eingangsneuron kriegt praktisch gesagt, was an dieser einen Position auf dem Spielbrett gerade drauf sitzt. Dann kann das neuronale Netz was rechnen und am Schluss eine Ausgabe produzieren, zum Beispiel, wohin soll der Go-Computer sein nächstes Steinchen setzen. Da steckt natürlich intern sehr viel mehr drin, ich kann das jetzt nicht erklären, aber das ist das Grundprinzip. Und man hat also dieses neuronale Netz gebaut. Und wie hat man es nun trainiert? Jetzt hat man einerseits ganz, ganz viele dokumentierte Go-Spiele genommen und den Computer gegen diese Go-Spiele praktisch spielen lassen und trainiert, dass er in diesen Go-Spielen gut funktionieren würde. Das ist so ein bisschen wie wenn der Mensch, wie beim Briefumschlagcomputer, da hatten wir den menschlichen Experten, der gegen den Briefumschlagcomputer spielt, und wo wir immer die Strategie des Menschen schon gegeneinander sehen können und sehen können, wie das funktioniert. Und man hat also diese ganz, ganz vielen dokumentierten Go-Spiele genommen und versucht, es so hinzukriegen, dass der Algorithmus für diese in diesen dokumentierten Go-Spielen die Züge ungefähr so gemacht hat, wie die Menschen das auch gemacht hätten. Und dann war es immer noch nicht so gut, dann hat man zwei solche AlphaGo-Computer gegeneinander spielen lassen.
und hat sie einfach immer gegeneinander trainieren lassen. Und jedes Mal, wenn halt der eine verloren hat, hat man dessen Parameter ein bisschen angepasst, dass er immer besser wurde. Und auf diese Weise haben sich diese zwei Computer, kann man sich vorstellen, gegenseitig hochgeschaukelt. Und es ist tatsächlich gelungen, eben diesen Computer, Go-Computer zu bauen, der besser spielt als der menschliche, der Weltmeister in Go. Und das war schon ein Durchbruch, der die gesamte Machine Learning Community doch sehr aufgerüttelt hat. Das war einfach toll, da haben Leute schon seit vielen, vielen Jahren dran gearbeitet und da wurde es auf einmal möglich. Das Ganze wurde dann noch weiter getrieben. Ein Jahr später gab es dann, was AlphaGo Zero heißt. Da ist das Verblüffende, man hat diese Eingangsphase, wo der Go-Computer gegen menschliche, diese menschlichen Spiele nachvollzogen hat, die hat man einfach weggelassen. Man hat also wieder die gleiche Grundzutat genommen, neuronale Netze, man hat dem Computer wieder sozusagen, der Suchraum war der gleiche wie vorher, nämlich die erlaubten Go-Züge und so weiter. Man hat aber nicht mit dem Training angefangen, diese menschlichen Spiele nachzubauen, sondern hat von Anfang an nur zwei solche Go-Computer gegeneinander spielen lassen. Und auch da ist ein Go-Computer rausgekommen, der alle Weltmeister schlagen kann. Und das Verblüffende an dieser Stelle ist aber, dass jetzt gar kein menschliches, also das menschliche Vorwissen geht nur in der Form ein, dass man diesem Computer die Go-Regeln beibringt. Es geht aber nicht in der Hinsicht ein, dass man ihm sagt, welches denn gute Züge sein könnten. Der musste alles ganz von vorne lernen und er hat es geschafft. Und das ist jetzt doch ein Ergebnis, was viele Leute auch verblüfft hat. Denn was könnte jetzt das Fazit sein? Also das Fazit an dieser Stelle ist, nach sehr intensivem Training, also dieses Training und von diesem Go-Computer hat sehr lang gedauert, können Computer einzelne Aufgaben lösen, zum Beispiel Go spielen, die bei Menschen Intuition und Kreativität erfordern. Also jeder Go-Spieler, der gut ist, würde sagen, das funktioniert nur, weil ich genau die richtige Intuition habe und manchmal braucht man Kreativität, weil man sich eine ganz gute Idee braucht, wie man auf einmal einen neuen Zug machen könnte, der den Gegner überrascht. Und jetzt ist es so passiert, dass dieser Go-Computer gelernt hat, das Spiel zu spielen und sozusagen diese eigene Intuition und diese eigene Kreativität selber entwickelt hat. So. Und da kann man, das ist jetzt so ein Punkt, wo viele Leute dann anfangen zu sagen, vielleicht steckt doch ein bisschen Intelligenz drin. Und da sind jetzt Leute unterschiedlicher Meinung drüber. Meine eigene Meinung ist, dass auch das nichts mit Intelligenz zu tun hat. Wir müssen einfach ganz klar sehen, wir haben dieses neuronale Netz, das lernt Go zu spielen. Wir verstehen genau den Mechanismus, mit dem das lernt. Da ist keine Intelligenz drin. Und was jetzt diese Kreativität angeht, würde ich jetzt sagen, der Computer verblüfft uns manchmal, weil er Züge macht, wo wir auf einmal sagen, wow, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig erstaunlich, weil der Computer diesen Raum aller möglichen Spielzüge, die man hat, in einer bestimmten Spielsituation natürlich anders durchsucht als ein Mensch. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was ist denn Kreativität bei einem Menschen, das ist eine lange Debatte und ich will da gar nicht drauf eingehen und ich maße mir da auch gar keine Definition ein, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Kreativität ist doch, wenn ich in einer vorgegebenen Situation irgendwie keinen Ausweg weiß und dann auf einmal auf eine neue Idee komme, an die vorher niemand gedacht hat. Und beim Computer finde ich das relativ einleuchtend, dass sowas passieren kann, dass der Go-Computer halt diesen Raum aller möglichen Go-Züge anders durchsucht als ich als Mensch und dann einen Zug macht, der auch Sinn macht. Und ich als Mensch würde sagen, wow, da wäre ich ja nie drauf gekommen, weil vielleicht wir Menschen diesen Raum anders durchsuchen. Das heißt, wir sind verblüfft über dieses Ergebnis. Es heißt aber für mich nicht, dass da der Computer selber Kreativität hatte oder Intelligenz hatte. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Fazit, auch wenn jetzt immer in der Zeitung berichtet wird und überall alle Politiker von künstlicher Intelligenz reden. Meiner Meinung nach gibt es künstliche Intelligenz nicht. Es gibt Lernverfahren, die lernen können, deswegen spreche ich auch immer von maschinellem Lernen und nicht von künstlicher Intelligenz. Meiner Meinung nach entsteht dadurch keine Intelligenz. Und wir sind noch, ich weiß nicht, ob es jemals passieren kann, dass intelligentes Verhalten tatsächlich in einem Computer stattfindet. Da maße ich mir keine Vorhersage an. Meine feste Überzeugung ist aber, dass es im Moment definitiv nicht stattfindet. Und ich bin auch nicht darüber besorgt, dass in den nächsten Jahren das irgendwie so sein wird, dass wir auf einmal intelligente Roboter haben, die die menschliche Welt übernehmen. Ich glaube, davon sind wir noch Meilen, Meilen, Meilen weit entfernt. Und auch sowas wie AlphaGo Zero oder auch diese künstlichen Kunstwerke, die ich ganz am Anfang von meinem Vortrag erwähnt habe,
sind kein Anzeichen dafür, dass auf einmal jetzt vielleicht doch da irgendwo schon Intelligenz drin steckt. So, was sind denn jetzt vielleicht so abschließende Bemerkungen noch die großen Fragen im Bereich maschinellen Lernens? Da gibt es eine Innensicht und eine Außensicht dazu. Die Innensicht, das ist jetzt meine Sicht als Wissenschaftlerin, es sind natürlich ganz, ganz viele technische Fragen, die wir gerne klären würden. Wir würden gerne verstehen, wie funktionieren diese neuronalen Netze. Wir würden gerne verstehen, wie kriegt man es hin, Algorithmen des maschinellen Lernens robust zu machen. Wie können wir über Fairness von Algorithmen reden, ein Thema, was ich heute gar nicht betrachtet habe. Jetzt als Theoretikerin interessiert mich natürlich, wie kann ich Gütegarantien für bestimmte Algorithmen des maschinellen Lernens abgeben. Das sind alles letzten Endes Fragestellungen, die jetzt die technische Sicht auf das maschinelle Lernen betrachten, die ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter ausführen will und auch nicht kann, weil das wirklich jetzt dann Detailfragen sind, die Experten sich angucken. Es gibt aber natürlich auch diese Außensicht. Und die Außensicht ist was mir sehr wichtig ist, nämlich was ist denn der Einfluss, den maschinelles Lernen auf die Gesellschaft hat? Und da gibt es auch wieder zwei Aspekte. Es gibt einmal den Einfluss, den das maschinelle Lernen auf die Wissenschaft, auf andere Wissenschaftsdisziplinen hat. Denn das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Wie andere Wissenschaftsdisziplinen Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzen, um ihre eigenen Daten besser auswerten zu können und vielleicht zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele dafür. Und das ist eine Frage, die mich umtreibt. Wie können wir vielleicht das maschinelle Lernen dafür nutzbar machen und was sind die Konsequenzen davon? Aber der ganz, ganz große andere Bereich, der wahnsinnig wichtig ist, ist, was tut das maschinelle Lernen denn mit der Gesellschaft? Und es gibt ja eine ganz, ganz große Diskussion zu diesem Thema. Also ich wohne in Tübingen, da ist die Diskussion sehr heiß, aber es gibt auch andere Orte in Deutschland, wo da sehr viel drüber gesprochen wird. Was wollen wir denn eigentlich, was maschinelles Lernen tut? Es gibt natürlich viele Schreckensszenarien, sowas wie Überwachungsstaat, Social Scoring wie in China oder automatische Waffen, wo wir alle sagen, oder wo ich zumindest sagen würde, das ist definitiv nichts, was ich attraktiv fände, mit maschinellem Lernen irgendwie einzusetzen. Dann gibt es diese anderen Verfahren, also maschinelles Lernen in der Medizin oder automatische Übersetzung von Texten, wo ich sage, natürlich wäre das toll, wenn wir das hinkriegen. Und auch dazwischen gibt es dann noch ganz viele andere Anwendungen, sowas wie, wollen wir, dass Algorithmen automatisch Entscheidungen darüber treffen, wer einen Kredit kriegt oder nicht? Oder wenn Bewerbungen von großen Firmen durch Algorithmen des maschinellen Lernens gescreent werden und überhaupt mal vorsortiert werden, auf welche Bewerbung überhaupt noch ein menschlicher Bearbeiter guckt oder nicht? Das sind alles so Anwendungen, wo man irgendwie ein ziemlich schlechtes Bauchgefühl dabei hat. Und da ist meiner Meinung nach eine große, breite gesellschaftliche Diskussion wichtig, um diese Fragen zu klären, was wollen wir denn eigentlich? Und das ist nichts, was wir als Wissenschaftlerinnen irgendwie vorgeben können oder bestimmen können oder wo es auch technische Lösungen dafür gibt. Wir können nur sagen, wie funktioniert maschinelles Lernen? Was ist es, was wir verstehen, was wir nicht verstehen? Welche Garantien können wir abgeben? Welche können wir nicht abgeben? Und dann muss die Gesellschaft darüber diskutieren, an welcher Stelle sie letzten Endes Anwendungen des maschinellen Lernens akzeptieren will und an welchen Stellen sie es vielleicht auch nicht akzeptieren will. Und da gibt es dann viele Wiederfragen. Wenn man da jetzt tiefer reinbohrt, hat es was mit Fairness von Entscheidungen von maschinellem Lernen zu tun? Und da kommen dann natürlich immer wieder viele Anfragen an uns, die sagen, oh, wie könnt ihr nicht die Algorithmen fairer machen? Die Antworten sind immer, ja, bis zu einem gewissen Grade schon. Wir können natürlich unsere technische Expertise einsetzen, um bestimmte Aspekte des maschinellen Lernens zu verbessern. Aber perfekt wird maschinelles Lernen nie. Das wird nie fehlerfrei werden. Das kann nicht fehlerfrei werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wir können nicht auf null Fehler runterkommen. Und dann ist es eine gesellschaftliche Entscheidung, für welche Anwendungen wir damit leben können, dass vielleicht Fehler passieren oder wir sagen, besser, es passiert ein kleiner Fehler, als wir können diese ganze Anwendung überhaupt nicht machen. Oder in anderen Anwendungen würden wir sagen, das geht einfach nicht, wir können nicht über Menschenleben entscheiden, wenn da auf einmal Fehler passieren. Das geht einfach schon aus ethischen Gesichtspunkten nicht.